Man kann in den Sommerferien am Strand liegen oder man kann morgens auf der Baustelle bereitstehen. Zumindest an einer Übungsbaustelle. 22 Jugendliche sind in diesem Jahr nämlich beim Sommercamp der Handwerkskammer Cottbus dabei. Und das liegt ja immerhin auch in Großrehschen am See. Im Lehrbauhof sollen die 14-Jährigen in der Woche so viele Handwerksberufe wie möglich kennenlernen. Und dafür haben sie sich sogar freiwillig gemeldet. Ich interessiere mich generell für Handwerkberufe, weil ja, ich bin halt nicht so der Typ, der im Büro sitzt. Ich brauche einfach draußen die Natur und ich muss mich halt bewegen. Ich bin auch sehr sportlich. Ja, ich wollte mal ein bisschen was über das Handwerk so erfahren, so, was man hier so machen kann. Weil ich auch so Fan von Feriencamps bin, ich mache das so gerne mit und ja. Von meiner Mutter, eine Bekannte, hat ihre Tochter letztes Jahr hier angemeldet und die meinten, das ist ganz gut und dass das extrem cool ist und dann hat sie mich halt auch angemeldet. Naja, man kann ja mal in so Berufe reinschnuppern, wo man vielleicht nicht denkt, dass man da arbeiten will. Ja, und es klang sehr spannend. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach hat das Camp heute offiziell eröffnet. Gemeinsam mit den Jugendlichen hat er sich ein Bild von den Ausbildungsberufen am Lehrbauhof gemacht. In 5 Gewerken wird hier aus- oder weitergebildet. Dazu gehören hauptsächlich Bauberufe und der Beruf des Gebäudereinigers. Das Sommercamp geht in diesem Jahr in die 2. Runde und weil die Nachfrage so groß war, gibt es dieses Mal sogar 3 Camps. 2 in den Sommer- und 1 in den Herbstferien. Die Handwerkskammer Cottbus veranstaltet sie gemeinsam mit der Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg. Damit wollen sie Jugendliche rechtzeitig an das Handwerk heranführen. Es ist natürlich so, dass der Fachkräftemangel mittlerweile überall angekommen ist und wir natürlich auch um jeden Jugendlichen ringen, der eine Ausbildung im Handwerk absolviert. Und dazu müssen wir natürlich auch offensiv werben. Und wo kann man das am besten machen? In den Ferien, um junge Leute zu begeistern, um halt jungen Leuten auch einen Ferienspaß zu bieten und das gleichzeitig mit dem Handwerk zu verbinden. Also das heißt, Ferien, Spaß und Handwerk, so ein bisschen Arbeiten ist dabei. Und da ist uns natürlich das Mittel im Feriencamp genau recht. Die Jugendlichen bauen sich ihren Sommer also selbst. In der Woche probieren sie sich in allen Berufen aus. Freizeitaktivitäten und Zelten am See in Großrehschen sind natürlich inklusive. Am Freitag können sie ihre Ergebnisse dann den Eltern präsentieren. Dann gibt es zum Abschluss für alle gegrilltes vom selbstgebauten Grill.